Wollen wir mal anfangen, darüber zu spekulieren? Es gibt ja unglaublich viel Material, wie Star Wars weitergehen könnte. Und das Lucas hat auch durchaus schon mal fallen lassen. Ja, eine weitere Trilogie, es gibt ja schon so viel Material. Ob er damit sagen wollte, daraus kann man was machen. Oder es gibt schon so viel Material, das macht es mir schwer. Ist jetzt so die Frage. Wir haben hier mal ein paar Klassiker und neuere Sachen mitgebracht, die das Expanded Universe aufbauen. Genau. Zum Beispiel... wollen wir nicht der Erste den du möchtest den Herrn Sahn als natürlich erstes den. Das war ja auch, glaube ich, so die erste... Das ist die Reflex. Der erste Impuls. Bücher, die quasi dann das fortgesetzt haben. Das ist doch der erste Impuls, den möchte ich haben. Ist sogar noch... da kommen wir, das ist speziell. Er spielt zeitlich früher, aber ich glaube, die Sahn-Trilogie ist eher... Das können wir doch ganz einfach feststellen. Dann machen wir erstmal eins. Ja, okay. Truce at Bakura, beziehungsweise der Pakt von Bakura, da haben sie sich bei der Übersetzung jetzt nicht so irrsinnig Mühe gegeben, mussten sie auch nicht, schließt im Grunde direkt, und zwar wirklich direkt an Episode 6 an, weil es fängt mehr oder weniger damit an, Luke Skywalker, ihm tun noch die Knochen weh von den Blitzen des Imperators und schon gibt es das nächste Problem. Ja, Imperator ist tot und es kommen riesige Echsen. Und eine Tändelei mit einer barfuß rumlaufenden Frau auf einem Planeten, wo es ständig regnet. Ich bin kein so irrsinnig großer Fan von dem Buch. Wie sieht es bei euch aus? Nee, es ist so sensationell zusammengefasst eigentlich. Vor allen Dingen nach diesen gigantischen Ereignissen in Episode 6 kommen halt Hexen. Die Leuten die Seele aussaugen, was ich auch irgendwie bezeichne. Die Leuten die Seele aussaugen. Ja, das ist irgendwie... die Midi-Chlorianer. Also nach dem Kanon ist es dann halt schon un-Star-Warsy. Allerdings gibt es auch durchaus, wenn du mal die originalen Han Solo und Lando Calrissian Bücher gelesen hast hier, da gab es auch schon sehr, sehr skurrile Geschichten. Also von daher, wenn man ein ganz alter Star-Wars-Fan ist und die alten Romane kennt, dann fällt das nicht mehr so auf, dass das schon nicht... Ne? Wenn man nur die Filme kennt, dann denkt man sich, WTF. Ne? Von daher glaube ich nicht, dass das Kanon tauglich ist. Und ich finde, es ist auch nicht wirklich so großes Kinomaterial. Richtig. Also den Film wäre es, glaube ich, nicht wirklich. Können wir schon mal weglegen. Ich fand übrigens mal so grob gesagt alles immer langweilig im Expanded Universe, wo keine Hauptfigur dabei war. Sondern einfach nur... Das war aber eher selten der Fall, also bei den Büchern zumindest. Ne? Meistens war es ja die Geschichte Luke Skywalker und Nachkommen und Han Solo und dann gab es Anakin. Ja, und dann gab es irgendwann Junior nur noch Nachkommen und die Hauptfigur wird mal im Nebensatz erwähnt. Wie ist der Jensen? Jaina und so weiter. Und das und wurde ben dann Skywalker die Skywalker-Dynastie sozusagen. Wurde dann so Was ich allerdings für definitiv verfilmungswürdig und halte, weil es sich im Prinzip an das Konzept der klassischen Star Wars Trilogie hält, ist die Timothy Zahn Trilogie. Ne? Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu, ich glaube. Ja, die wird von vielen Fans in wirklich sehr großen Ehren gehalten und sie hat auch einen wirklich ikonischen Bösewicht wieder aufgebaut mit Grand Admiral Thrawn, ein schiss blauhäutiges Alien vom Rande der bekannten Gebiete, der also ein genialer Taktiker ist, aber ich finde, Mara Jade kommt auch von Timothy Zahn, auch eine sehr wichtige Person für das Expanded Universe, die ich auch mag. Aber die Bücher sind irgendwie, wie sag ich das, cumbersome. Die sind irgendwie so, die schleppen sich so dahin, finde ich. Was? Das sehe ich ganz anders. Ich finde, es ist genauso wie nach diesem klassischen Rezept von den Star Wars Filmen. Die Gruppe trennt sich zwischendurch, sie kämpft an verschiedenen Fronten, es zeitversetzt geschehen andere Events, es gibt einen guten Mix aus Raumschlachten, Bodenkämpfen, inneren Konflikten. Bei den Raumschlachten steht häufig nur, er hatte einen perfekten Plan und er wurde perfekt umgesetzt. Ja, nein. Und wir müssen ihm glauben, dass Grand Admiral Thrawn ein taktisches Genie ist, weil Timothy Zahn keines ist und halt einfach immer sagt, was er sich ausdenkt, funktioniert, Punkt. Aber wirklich abgenommen habe ich ihm das nie. Ganz ehrlich, du hast ja auch die Stackpole-Bücher zu den Rogue Squadron gelesen, ne? Die Beschreibung von Raumkämpfen. Irre langweilig. Genau. Ich bin großer Battletech-Fan und ich habe sehr, sehr viele MechWarrior-Romane gelesen und ich überspringe mittlerweile echt Mech-Gefechte und schaue mir nur die Results an, weil wenn ich zum fünften Mal die PPC auf den rechten Arm und dann dreht er sich nochmal auf den linken Fuß, das ist langweilig zu lesen. Das kannst du im Film, es ist eine visuelle Geschichte, und im Spiel ist das super, aber im Buch, im Roman, nee. Selbst in Comics sollten es immer nur kurze Gefechte sein, weil wer will schon 10 Seiten lang Raumkämpfe sehen? Ne? So geht es mir übrigens auch bei Shadows of the Empire. Da sind ja auch Raumkämpfe drin und die Passagen überspringe ich tatsächlich immer. Ja. Das Buch habe ich öfter gelesen. Das ist übrigens ein Punkt, den ich gern gesehen hätte, dass sie das verfilmen. Wenn sie jetzt schon mit CGI und Verjüngung angehen, das ist nämlich super. Shadows of the Empire ist einfach großartig. Ja, und ich finde vor allem, es ist hier klasse, weil es dann alles zu einem Punkt dann hinführt, wo der sozusagen das Ganze dann auflöst und du hast diesen irren Jedi-Meister, du hast Thrawn als Kontrapunkt auf der Gegenseite, als brillanten Geist, der aber natürlich nicht so mächtig ist wie der Jedi-Meister.
Du hast sogar ein bisschen Alienrassen. Ja. Du hast noch einen Charakter, den Talon Kade, den sozusagen den Schmugglerchef. Das ist, weiß ich, wunderbar ausgewogen. Ich glaube. Aber es ist auch nicht mehr ganz Kanon-compliant. Nee. Also zum Beispiel Timothy Zahn wusste zu dem Zeitpunkt ja noch überhaupt nicht, was die Klonkriege sind. Nee. Das heißt, er hat sich da was zusammenfabuliert. Naja, wer wie wo warum geklont wird und wer da gekämpft hat. Naja, so ein bisschen. Man müsste es ein bisschen anpassen. Aber sonst im Grunde, dass die Cloning-Tanks existieren und dass der Imperator sich davon einige gesichert hat in seinem privaten Schatzberg sozusagen auf dem geheimen Planeten. Warum nicht? Ich meine, ich bin da gar nicht so fit, aber werden nicht die, wird diese Klonerrasse nicht zwischendurch auch mal zumindest angegriffen? Ja, oder? Die greifen Kamino an. Genau. Warum einfach die nicht mal auslöschen lassen? Ich meine, der Imperator, wenn ich an seiner Stelle wäre, möchte ich diese Technologie ja auch nicht mit den Kamino sag ich mal, teilen. Vor allem, weil die es verkaufen. Die bedienen ja viele Leute, die es haben. Wenn ich in der Macht des Imperators wäre, würde ich es mir einfach nehmen. Wir müssen ein bisschen vorankommen. Ja, ja, okay. Also, okay. Wir haben geteilte Meinungen zur Zahn-Trilogie. Simon hat noch gar nichts dazu gesagt? Es ist sehr lange her, dass ich es gelesen habe, das Buch. Ich hatte das, also ich fand die Geschichte durchaus fesselnd. Ich glaube, was mich damals ein bisschen gestört hat, das war ein bisschen zu viele Charaktere und es war teilweise ein bisschen chaotisch. Und dass die drei Bücher alle sehr, sehr gleich aufgebaut waren, einfach so, ja, vom Storytelling her oder so, aber ich mochte das. Ich kann mir das auch als Film gut vorstellen, wenn man ordentlich was rauskürzt und so weiter, könnte das schon funktionieren. Ich möchte mal was ganz anderes in den Raum werfen. Ganz kurz will ich dann dazu sagen, und vor allem die drei Bücher sind halt nach den klassischen Akten eines Dramas halt aufgebaut. So in der Mitte hast du halt dann, ist halt der Niedergang, so wie bei Empire Strikes Back, wo halt alles den Bach runtergeht. Am Anfang hat man halt dieses Bedrohungsszenario im ersten Buch, wo es dann halt nochmal gut endet für den Moment, aber der Endgegner lange nicht geschlagen ist, und zum dritten kommt es dann halt zum Höhepunkt, zum Klimax und dann wirklich zu einem wirklich sehr, sehr guten Ende, das ich jetzt für die Leute, die es nicht kennen, nicht spoilern möchte. Sie ist schon sehr filmisch aufgebaut, ja. Aber ich weiß nicht, ob es ob die Charaktere auch dann wirklich stark genug sind oder so, das müsste man da. Ganz kurz, bevor du damit anfängst, möchte ich was in den Raum werfen. Ein Wort, das sehr oft fällt und auch sehr oft gemacht wird. Reboot. Nee, danke. Oh. Nein. Es gibt Sachen, die soll man nicht anfassen. Es gibt Dinge, die soll man nicht anfassen. Das hat Lukas schon so oft gemacht. Mit den Originalen, das muss nicht nochmal rebootet werden. Ich finde die Reaktion sehr schön. Ich habe auch ehrlich gesagt damit gerechnet, aber warum sollte man sie rebooten? Die Filme sind gut gealtert. Ja, wirklich. Absolut. Nee. Und es wird so viel Ikonisches auch mit den Schauspielern und dergleichen verbunden, dass man, glaube ich, wirklich unglaublich vielen Leuten extrem vor den Kopf stößt, wenn man jetzt beschließt, die Leute neu zu casten und dergleichen. Aber überleg mal jetzt, so ein, überspitzt gesagt, so ein Justin Bieber da als Luke Skywalker, ne? Der würde. Die Frisur ist geil. Ne? Das geht nicht. Selbst Mark Hamill war damals ja für viele Leute keine Idealbesetzung und so weiter. Wir haben uns aber so daran gewöhnt, an dieses Gesicht. Auch die Sache mit Kirk jetzt. Also ich glaube, es gibt genug Star Trek-Fans oder Trekker, die diesen Reboot nicht begrüßt haben, auch wenn es vielleicht filmisch gut gemacht ist. Ne? Also ich glaube, nee, also sorry, da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich will die Geschichte, ich will wissen, wie es weitergeht, weil das Imperium ist ja noch lange nicht geschlagen, weil sie haben eine Flotte vernichtet, hurra, wie viele Schiffe hat das Imperium? Weit mehr. Der Imperator ist tot, aber es gibt so viele Storys noch danach zu erzählen. Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ich will keine Prequels mehr haben, Sachen, die irgendwann in der Vergangenheit passiert sind, weil das limitiert dich als auch Geschichtenschreiber so sehr, weil du immer wieder an diesen Punkt anknüpfen musst, den die Welt draußen schon kennt. Prequel würde ich gar nicht mal so ausschließen wollen als Filme oder als Serie zumindest. Aber schauen wir mal, wann. Aber machen wir doch einfach erstmal weiter. Okay. Jedi Academy Trilogie. Reboot. Oh, hör auf, bitte. Cheesy. Ich mag sie trotzdem. Irgendwie cheesy und trashig. Das Imperium hat hier also teilweise lächerlich viele Superwaffen im Keller gehabt, die dann nochmal rauskommen und geheime Einrichtungen und noch einen relativ guten Admiral hier. Und im Grunde geht es aber darum, dass Luke Skywalker beschließt, alleine seines Kacke, und er möchte wieder einen Jedi-Orden aufbauen. Und also auch Leute losschickt und selber losgeht, um in der ganzen Galaxie Kandidaten zu finden, die also noch das Potenzial haben, mit der Macht umzugehen. Und also ich glaube, Ragtag ist das falsche Wort. Er hat da von einem 16-Jährigen, der dann sowieso durchdreht, und einem irgendwie uralten Typen, der auf dem Gasplaneten gelebt hat, alles, und natürlich geht's schief. Aber ich finde, sie haben ein bisschen so den Star Wars Spirit. Die lesen sich wie die Zeit, wie Filme, die so ein bisschen noch nicht wieder restauriert sind, aussehen. Die fühlen sich einfach an, als würden sie in dieselbe Generation gehören. Sie sind ja auch relativ kurz danach erschienen. Mhm.
Ich meine, das ist ja auch etwas, was in den Jedi Knight-Spielen thematisiert wurde. Ne? Also von daher könnte ich mir auch gut vorstellen. Und ich glaube, das würde die Bedürfnisse jener Fans befriedigen, die total auf diesen Jedi-Zeug und Lichtschwerter stehen. Ne? Die jetzt auch vor allem mit Episode 1, 2, 3 so daran gewöhnt sind. Von daher würde es wahrscheinlich in diese Kerbe schlagen und vielleicht ein Brückenschlag sein zwischen den alten und den neuen Fans. Luke bricht in den Büchern ja auch die Regeln der Jedi auf. Extrem. Ja, zum Beispiel. Und ist es halt eben auch angelegt wie eine Trilogie und es ist weniger teilweise irgendwie vergeistigt oder ausufernd wie andere Star Wars Romane. Das heißt, man kann, wenn man es liest, sieht man im Grunde den Film. Also das finde ich ist auch deren Stärke. Wir haben ja noch was, ich glaube, da wird niemand jetzt so nicht begeistert reagieren, die Corellia-Trilogie. Nein. Jeha. Nee. Schneid. Da irgendwas mit, nee, lass mal. Ja, die Solo-Dynastie, mögliche Abstammung von Königen, was dann doch nicht stimmt. Und das korellianische System, also Han Solo herkommt, hat irgendjemand mal zusammengebaut. Wir müssen uns natürlich auch dabei klar machen, das ist jetzt, wir müssen auch mal gucken, wie wahrscheinlich ist es denn, dass so etwas umgesetzt wird, wie zum Beispiel die Corellia-Trilogie, weil du brauchst, wenn du Star Wars siehst, hast du gewisse Erwartungen, du brauchst halt einen unglaublich bösen Bösewicht quasi, einen bösen Bösewicht, also einen unglaublich ikonenhaften Bösewicht. Du brauchst halt die Macht natürlich, du erwartest Lichtschwerter und solche Geschichten. Aber dezenter, weniger als in Episode 1 bis 3, das fand ich schon zu viel. Ich war noch nie so ein großer Jedi-Fan, ich habe sie akzeptiert, es war halt eine Facette des Star Wars-Universums und das war halt von mir auch ein größer Fehler von George Lucas. Ne? Also die Action-Szenen waren noch das Beste an dem Film, meiner Meinung nach. Ja. Also weil die Jedi wurden, sind halt diese krassen Kämpfer gewesen, die halt so unglaublich gut waren mit diesen Waffen. Und das sieht man halt in der alten Trilogie gar nicht. Aber das finde ich nicht schlecht. Dafür sind es da dann aber bessere Szenen. Die Kampfszenen sind, der Kampf ist dann vielleicht lächerlich, trägt sehr viel mehr. Da stimme ich dir durchaus zu, ja. Aber wie gesagt, ich habe da nichts gegen coole Lichtschwertduelle. Ich finde das geil. Also den Kampf gegen, wie hieß er, Darth Maul in Episode 1, ja, das ist das Beste. Ganzen Film. Das ist der beste Lichtschwert. Also Kampf in auch der einzige Grund, meiner Meinung nach, diesen Film zu sehen, ist dieser Kampf. Ansonsten sollte man den meiden. Das Ende. Ja. Ach, das Podracer-Rennen ist auch schön gemacht. Außer, dass es halt ein Junge fährt. Aber es ist halt, wenn es ein älterer Fahrer gewesen ist. Nee, ein älterer Junge gewesen. Das ist ja meine Meinung. Anakin hätte in Episode 1 irgendwie ein Teenager sein müssen. Das wäre glaubwürdiger gewesen. Andere Schauspieler wäre auch besser. Aber das Rennen an sich ist schon cool gemacht. Ne? Ja. Also das sind die beiden Sachen, die ich an Episode 1 tatsächlich auch mag. Und Liam Neeson. Ich wollte übrigens noch kurz was sagen zu der Jedi Academy Trilogie. Die hat nämlich extrem viele Grundsteine gelegt für etwas, worüber wir wahrscheinlich auch gleich noch reden werden. Denn der Autor, der Kevin Anderson, hat mehr oder weniger damit auch die Alte Republik überhaupt erst erfunden. Also die Old Republic, die auch in SWTOR ja jetzt das Thema ist. Also er hat dafür den gesamten Grundstein gelegt und für die Geschichte der Sith. Da habe ich mir gar nicht so bewusst mehr. Ja. Ja. Dann haben wir noch das Erbe der Jedi-Ritter. A New Jedi Order. Angriff der Yuuzhan Vong. Bitte nicht. Puh. Wir haben es vor dem Dreh erwähnt, kein Star Wars. Richtig erkannt. Und ja, ich habe gesagt, weg. Es ist nicht mehr wirklich Star Wars, aber es ist gut. Also ich finde es nicht mehr... Erklärst du mal ganz kurz, was sind die Yuuzhan Vong? Mehr oder weniger hat man zu dem Zeitpunkt schon alles, was man an Bösewichten in der Galaxis finden kann, abgehakt. Inzwischen sind sich die Neue Republik und das Imperium gar nicht mehr so spinnefeind. Man kann zusammenarbeiten. Das heißt, es kommen auf einmal Invasoren von außerhalb der Galaxis, die sämtliche Technik ablehnen. Die bearbeiten nur mit genetisch manipulierten Lebewesen als Raumschiffen, Waffen und dergleichen und fangen an, halt diese Galaxis aufzurollen im Rahmen einer großen Prophezeiung. Riesenteil, vorher auch schon sehr lange durchdacht, also das sind irgendwie 16 Romane, glaube ich, und sie laufen alle auf halt einen Punkt und eine große Erkenntnis am Ende hinaus. Und sie sind nicht empfänglich für die Macht. Ja, genau. Also man kann sie in der Macht nicht sehen. Man kann sie das ist ein guter Trick, weil ansonsten könnte man sie ja wieder wegfreuen. Ja, und sie sind sehr viele und sie können nicht mehr nach Hause. Also ich finde es im Rahmen des Expanded Universe ist eine interessante Geschichte und sie hat ihren Platz und ich mag sie diesbezüglich auch. Aber ich glaube, es ist nicht das Material für eine Kanon-Star Wars-Verfilmung. Ich glaube, es würde viel zu vielen Leuten zu seltsam vorkommen, weil es ein großer Schritt Alien ist. Alien und Predator meet Star Wars, das. Nee. Ja, also ich glaube, damit brauchen wir nicht rechnen. Vor allen Dingen Hauptfiguren sterben lassen ist dann noch so eine andere Geschichte. Ja, da segnen einige das Zeitliche. Ja. Darf ich noch eins auch vorstellen, eins der Comicbücher? Zu denen kommen wir auch noch kurz. Ja, richtig. Das ist nämlich auch, finde ich, ein interessanter Kandidat, auch wenn ich eine geringe Wahrscheinlichkeit nur einräume, und zwar Dark Empire. Erzählt auch die Geschichte sukzessive von Rückkehr der Jedi-Ritter weiter, und zwar Luke sucht auf dem inzwischen etwas zerstörten Coruscant oder Imperial City
Nach Unterlagen über die Jedi und die Sith stößt dabei auf, sag ich mal, Hinterlassenschaften des Imperators, stellt dann nach einiger Zeit fest, dass er gar nicht richtig tot ist, sondern dass er Vorsorgen getroffen hat im Falle seines Ablebens, dass er sich sozusagen in einen jüngeren Körper von sich wiederum klont. Dann stellt er halt fest, dass der Imperator ziemlich nah am Kern der Galaxis sozusagen eine Armada wieder aufbaut, mit der er alles überrollen will. Er lässt sich dann mit Absicht korrumpieren von der dunklen Seite, und das Ganze ist auch sehr, sehr düster mit einigen sehr abgefahrenen Charakteren. Und dann kommt es halt dann zum Showdown zwischen dem jungen Imperator in seinem jungen geklonten Körper und dann Luke Skywalker. Leia spielt noch eine gewisse Rolle, weil sie dann halt auch in Gefangenschaft gerät. Finde ich sehr interessant erzählt als Comicbuch und als, ich würde, also als Film würde ich mich total darauf freuen, weil das echt sehr abgefahren schon ist. Aber ich fürchte auch, nicht ganz so abgefahren wie Yuuzhan Vong, aber auch zu weit vom Core-Star-Wars-Fan entfernt. Ja, und vor allen Dingen funktioniert es irgendwie nicht mehr mit den Charakteren, wie man sie inzwischen auch durch das Expanded Universe kennt, weil Luke Skywalker wechselt zwischendurch auf die dunkle Seite der Macht. Es gibt ja noch einen zweiten Band und solche Sachen. Und was wir die ganze Zeit auch hier vergessen. Das ist doch ähnlich wie ein Rückkehr der Jedi-Ritter, wo er da reinkommt mit seinem dunklen Klamotten. Er wirkt doch wie Darth Vader. Aber was wir hier alles auch vergessen, ist der Punkt, den Simon auch vorhin angesprochen hat, mit der Company Disney, die halt Kohle verdienen wollen und möglichst viele Leute erreichen. Und ja, da kannst du nicht nur das Core... In die ich repräsentiere gehen. Ja so ein bisschen den... Schaut mal ganz kurz hier, das ist Luke Skywalker, wie geil, ich meine, so düster der Typ. Ich repräsentiere ja hier so ein bisschen den Casual-Star Wars-Fan, der sich zwar ein bisschen damit beschäftigt hat, dem das aber im Grunde eigentlich auf gut Deutsch scheißegal ist, was in diesem Expanded Universe passiert. Raus! Und ich will einfach eine gute Geschichte, coole Charaktere. Es sollte natürlich im Einklang sein mit dem, was wir gesehen haben im Kino bis jetzt. Aber was da jetzt passiert ist in Band 2 von irgendeiner 16-teiligen Romanreihe, das ist mir Wumpe. Und ich glaube auch, uns nicht zu sabotieren jetzt oder so weiter, dass kein einziges von diesen Büchern oder von diesen Comics verfilmt wird, sondern ich glaube, da wird eine neue Geschichte geschrieben oder, das böse Wort, Reboot. Nein! Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass durchaus Aspekte der Romane des Expanded Universe in Filmen drin sein werden. Nicht das 1:1. Sicherlich Ideen oder coole Szenen. Ganz genau, aber ich glaube, die Geschichte ist sicher. Echt eine coole Edition, ne? Und also die zukünftige Ehefrau von Luke Skywalker, nachdem er irgendwie die Hälfte der Galaxis zwischendurch mal als Freundin hatte, hat man das Gefühl. Ja, machen wir weiter mit noch einer kuriosen Fortsetzung. Crimson Empire. Nee. Nehmen rechtlich sehr geringe Chancen aus. Hier geht es um einen ehemaligen Ehrengardisten des Imperators, also deren Hintergrund wird ein bisschen weiter Schnarch. Ja. Total langweilig, weil der Hauptcharakter ist so eindimensional. So. Ja, genau. Richtig. Und man findet keinen Zugang zu ihm. Überhaupt nicht. Der aber hat so eine lustige kurze Hose an. Wie eine Glasplatte. Nein, er hat hohe Stiefel. Das sieht doch aus. Es sieht ein bisschen aus, als könnte man es auch im Fetisch-Shop kaufen. Ja. Apropos, diese Leute sehen auch ein bisschen so aus. Sagt euch das was? Star Wars Legacy? Spielt sehr in der Zukunft, ich glaube, es ist der Ur- Ich habe nur die Cosplayer gesehen, die auf der RPC so... Du meinst in der Vergangenheit, oder? Nein, spielt in der Zukunft. Ach so. Legacy. Es ist der Ur- oder der Ur-Urenkel von Luke Skywalker, der hier als eine der Hauptfiguren im Zentrum steht. Das war mehr oder weniger der Auftrag an zwei altgediente Autoren und Zeichner, die schon sehr viel zu den Clone Wars, bevor es die Animationsserie gab, gemacht haben, eine zukünftige Epoche des Star Wars-Universums auszuarbeiten, wo halt eben diese Invasoren, die Yuuzhan Vong, sich in die Galaxis integriert haben und ein neues Imperium entstanden ist und aber auch wieder neue Rebellen und sowas. Ist ein bisschen planlos gewesen, aber insgesamt nicht schlecht. Also es ist ein cooles Universum. Ich hätte überhaupt nichts dagegen, was zu sehen, und es bietet sich auch an, weil es einen Neuanfang darstellt. Einen vollkommen neuen. Aber ich glaube, es setzt zu viel voraus, um wirklich als Filmvorlage tauglich zu sein. Okay, aber vielleicht das ein oder andere Element als Rohmaterial könnte dienen, ne? Wer weiß. Weil zum Beispiel es auch nicht mehr den Jedi-Orden gibt, sondern es gibt dann auch imperiale Ritter und unterschiedliche Auslegungen des Ganzen. Und wow, Imperial Knights, wie so ein Death Knight. Ja, so ein bisschen. Invasion wiederum sind Comics, die halt eben zu der Zeit spielen, wo die Yuuzhan Vong, die Invasoren, gerade in die Galaxis kommen. Und was daran ganz cool ist und was vielleicht auch in Anlehnung ankommen würde, ohne dass es zur Zeit der Yuuzhan Vong spielen muss, ist, dass Luke Skywalker hier zwar auftritt, aber eher so die Mentor-Funktion hat. Er ist also die Figur, die es mit dem bisherigen Universum verbindet, aber stehen neue Figuren im Zentrum, jüngere Figuren. Das könnte ja mit Bata Illich dann klappen.
Also, aber ist ja schon fast Jedi Knight-Ära. Also ja. Das war ja da auch schon so. Mhm. Leider auch nicht. Aber hier stehen nicht die Kinder. Also ich fand das immer ein bisschen gezwungen, die ganzen Kinder von Han und Leia und von Luke und Mara und so, sondern hier stehen halt andere wirklich frische Figuren im Vordergrund. Das hat mich auch mal ein bisschen immer genervt. Also diese ganze Legacy-Geschichte im Sinne von Familienbande und Stammbaum und der ist mit dem und dann sind das die Zwillinge und so. Das hat mich eher genervt als interessiert, weil das war mir zu gezwungen irgendwie. Alle haben auf einmal Kinder, damit es irgendwie eine Fortsetzung gibt. Weil irgendwann sind sie auch ein bisschen alt. Ne? Richtig, richtig. Sie leben zwar alle sehr lange, muss man dazu sagen. Also Han Solo hat in den fortlaufenden Büchern immer noch nicht den Geist aufgegeben, aber jetzt so könnte man sagen, du bist Opa. Wenn man die Timeline entlang geht, sind die auch sehr spät Eltern geworden und zumindest Luke. Ja, und das wäre prädestiniert dafür, auf jeden Fall, weil du viel, viel, viel Spielraum und Zeit und auch Figuren hast, die ja jetzt schon etabliert sind, die man da reinbringen könnte. Knights of the Old Republic, also die Zeitlinie, die überhaupt erst durch die Jedi Academy Saga entstanden ist, weil die Vorgeschichte so weit ausgearbeitet wurde, dass es dazu dann wieder Comics gab und Bücher und so weiter und so fort. Die Comics finde ich richtig gut. Die erzählen eine Geschichte, die spielt vor Knights of the Old Republic das Spiel und damit halt eben auch vor SWTOR. Und man kann hier zum Beispiel den Figuren, die in KOTOR auftreten, noch als jüngere Personen begegnen, bevor sie teilweise der dunklen Seite verfallen und so. Hat aber eine ganz andere Figur in ihrem Fokus, aber es ist eine coole Geschichte, es ist ein cooles Setting und es ist halt eben extrem bunt und auch dabei gleich ein bisschen wieder archaisch. Also es macht irgendwie so ein Star Wars. Aber ich bin da so ein bisschen bei Olli. Ich will eigentlich wissen, wie es weitergeht. Das wäre nicht schlecht für eine Serie. Ich will eigentlich nicht diese ganzen Prequels und diese aber ganzen. Aber es wäre für eine TV-Serie. Für eine TV-Serie wäre es durchaus geeignet, sowas. Aber du willst halt im Kino willst du halt sehen, wie geht's jetzt weiter. Wobei andererseits, wenn wir jetzt den Herrn der Ringe nehmen. Ist ja auch ein Prequel. Ja, aber gut, es ist ein Prequel, das es halt schon ewig gibt und das ja eigentlich der Ursprung sozusagen war. Das war ja sozusagen der Ursprung vom Herrn der Ringe. Ja. Und von daher empfinde ich das jetzt nicht so, als wie, oh, jetzt machen wir halt eine Geschichte davor, sondern jetzt endlich, wir haben nur die falsche Reihenfolge verfilmt, gewissermaßen. Eigentlich hätten sie den Hobbit zuerst machen müssen. Anyhow, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher. The Old Republic spielen natürlich noch mehrere hunderttausend Leute in der Welt. Allerdings hat der Ruf ein bisschen gelitten bei den ein oder anderen Fans. Ich glaube aber nicht, dass die Welt und das Setting und die Zeit darunter gelitten haben, weil die Leute beschweren sich ja nicht wirklich über die Story oder über die Welt, sondern höchstens um die spielerische Umsetzung derselben. Ja, oder persönlich sehe ich das auch so, ganz genauso. Also bevor ich jetzt hier wieder als, oh, ich finde das Spiel auf einmal doof, ne? Aber so ein Ruf überträgt sich ja dann auch schon mal. Ne? Noch nicht zwingend, ich fand die Sith-Lord-Geschichten auch immer sau spannend. Ja, keine Frage, ne? Aber könnte sein, dass sie aber das auch wiederum nutzen wollen, um vielleicht diese Zeitlinie auch wieder zu befeuern und wieder interessanter zu machen, dass sie dann extra die Filme dazu machen. Also es ist beides möglich. Einmal, dass sie sagen, okay, weil wir zu viel gemacht haben und es zum Schluss nicht ganz erfolgreich war, wie wir dachten, nehmen wir lieber Abstand, ne, weil wir Angst haben, dass es vielleicht so das Negative sich überträgt. Oder sie sagen, gerade deswegen geben wir jetzt nochmal richtig Gas, weil wenn wir da schönen Film, Serie oder was auch immer haben, dann wird es auch die Spiele nochmal befeuern. Ja, es ist auch der genaue Wortlaut zu dem Thema, was mit den Filmen sein soll, war Continue the Saga. Ob das jetzt zeitlich wirklich sein muss, ist natürlich die Frage, die Saga fortzuführen. Ja. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass vermutlich nichts davon wirklich so verfilmt wird, sondern wenn, dann werden nur Aspekte bzw. die Art und Weise, wie es die Geschichten angeht. Gab es ja im Interview auch schon Hinweise, dass sie schon mit Autoren zusammensitzen und mit Ideen jonglieren. Das heißt also, dass es tatsächlich wahrscheinlich in die Richtung geht, wo wir alle nicht mit rechnen. Es ist auf jeden Fall noch nicht 100%ig fest. Ich persönlich würde ja hoffen, dass sie das Expanded Universe nicht vollkommen zerstören damit, sondern etwas finden, was auch die Hardcore-Fans mit dem Ganzen versöhnt. Aber ich sehe es auch so, dass das wirklich eine Chance ist, mal zu versuchen, was Neues zu machen und sich nicht ganz so ins Betonkorsett zwingen zu lassen. Dann machst du es halt wie bei den ganzen Godzilla-Filmen, dass der eine den anderen und alles, was vorher passiert ist, ignoriert und einfach wieder von vorne anfängt. Oh Gott. Reboot. Nein. Ja, ich weiß, dass das eine furchtbare Vorstellung ist. Ich weiß, dass es eine furchtbare Vorstellung ist. Für mich, aber guck mal, für mich ist halt die neue Trilogie, das habe ich ja schon direkt am Anfang gesagt, ist die vollkommen gescheitert. Dramaturgisch ist sie gescheitert, vom Darstellerischen ist sie, von der Inszenierung finde ich die furchtbar. Ich finde alles an dieser Trilogie furchtbar. Was ich nicht furchtbar finde, ist die grundsätzliche Geschichte. Und ich würde mir so wünschen, die gut verfilmt zu sehen. Ach, du meinst, ein Reboot von den Prequels? Das da werden wir, glaube ich, alle mit dabei. Da werden wir alle dabei. Ich glaube aber, dann springt George Lucas irgendwo runter. Oder? Ach, wieso hat es abgegeben? Man kann es nicht mehr entscheiden. Ich glaube, er sieht es auch
Er sieht es wahrscheinlich sehr viel gelassen. Da kündigen sich gerade Freudentränen bei dem Gedanken. Es war nicht alles schlecht, um Gottes Willen. Ne? Aber ja, man muss es immer im Vergleich sehen zu dem, was für eine Bedeutung quasi die alte Trilogie hatte. Und dann unbedingt wieder im Crash-Look. Ja, bitte. Nicht in diesem, alles ist so polished und so weiter. Vor allem, die Jedi als tragende Person sind sowas von langweilig, weil sie sind ja auch gewissermaßen eindimensional. Oh, Ruhe in der Macht, Frieden, bla bla bla. Yeah, yeah, und es ist halt immer nur dasselbe. Ne? Oder wie bei Robot Chicken. Im Sinne Art, warum darf eigentlich nur Yoda und Mace Windu sprechen? mir ging Mace Windu halt so dermaßen auf die Nerven in diesem Film. Ich fand ihn so großkotzig und eindimensional, dass ich so froh war, als der Imperator ihn da aus dem vom Balkon runtergeschmissen hat und so. Yes! Aber mit der Option, Kino so. Mit der Option, dass er überlebt haben könnte. Ja, ist freigestellt. Ja, das ist ja immer so. Weißt du? Ja, aber... Ja, stimmt schon. Also ich war auch von Samuel L. Jackson, weil das eigentlich ein cooler Schauspieler ist, zumindest zum Zeitpunkt, wo er gecastet wurde, dachte ich das. Mittlerweile gibt es ja noch ein paar andere Filme, wo man so sagt, vielleicht lacht es doch wirklich nur an Pulp Fiction. Ne? Ja, der ist schon ganz gut, aber das Casting... Aber Avengers wieder ein bisschen was rausgeholt. Ja, eben. Ja, aber er war ja auch nur Nebencharakter. Ne? Das Casting ist halt echt gescheitert. Also es gibt natürlich ein paar gute. Der Imperator, der auch in der alten Trilogie Ian McDingenskirchen... McGregor an sich auch gut, obwohl er unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Ja, der ist unter... Und ich fand den auch nicht überzeugend als Obi-Wan. Aber wir müssen hier, glaube ich, gar nicht die Prequels diskutieren. Ja, aber es ist so ein... Sobald du Reboot der Prequels gebracht hast, auf einmal das... Und wenn man bestimmte Dinge dreimal sagt, kommt der Boogie. Also. Reboot. Ich würde sagen, wir bringen es jetzt hier nochmal zu einem Schlusspunkt. Ja. Mögt ihr noch einmal kurz zusammenfassen? Was wünscht ihr euch? Was ist eure größte Angst? Darf ich Star Wars zitieren? Hard to see the future is. Es ist sie ständig in Bewegung. Also von daher, alles ist irgendwie möglich von. Wow, es ist alles besser geworden bis. Oh mein Gott, George nur geblieben. Ne? Von daher, ich bin da. Neutral, was das Thema angeht. Ich wünsche mir einfach eine gute Geschichte, die mich fesselt und die gut inszeniert ist, die mich einfach im Kino zum Träumen bringt. Das war sehr gefühlvoll. Ja, und ich wünsche mir eigentlich eine Frischzellenkur, was neue Produkte angeht. Jetzt nicht von, wie verändern wir alles, sondern dass einfach wieder neue Sachen kommen. Zum Beispiel aus dem Spielesektor mit Fortsetzungen oder Remakes tatsächlich, wie X-Wing. Und dass sie auch in die Live-Action-Serie endlich mal gehen und das einfach alles so in ihrem alten Trash-Look wiederbringen. Also dass Star Wars einfach das alte Gefühl wieder bekommt, wenn die was Neues machen. Ja, ich glaube, ich kann sagen, ich möchte einfach nur wieder ins Kino gehen können und nicht weinen, wenn ich rauskomme, nachdem ich in einem Star Wars-Film war. Das ist mein Schlusswort, falls ihr noch was hinzufügen wollt. Das ist ein hervorragendes Schlusswort. Ja, ansonsten, bitte teilt uns mit, was eure Hoffnungen und eure Ängste sind. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen unterhalten mit unserem wilden Geschwafel. Und George, trotzdem danke für sehr vieles. Ja, du hast meine Kinder. Dankeschön, George. Tschüss.